Ja, Freunde, Hallihallo, ich bin wieder da. Ja, es ging doch irgendwie schneller als erwartet. Es ist irgendwie bei mir immer so, wenn ich aufhöre aufzunehmen und dann selber mal ausprobiere, dass dann irgendwas passiert, was mich weiterbringt. Und zwar habe ich eben hier einfach nochmal ein bisschen rumgespielt und habe gedacht, komm, versuch's da einfach nochmal. Genau, alle Werte entzogen und Moment, dann hatte ich... Ich hatte den, hatte ich da hinten... Nee, hatte ich nicht. Ich hatte den. Ach, egal. Todesursache. Was ist denn jetzt los? Okay. Das hatte ich da, glaube ich. Da sagt Data nämlich was zu. Unterernährung. Na? I am not certain this is a Frednorian boar. I believe it may be an Akana boar, a close genetic relative. Genau. So, und wenn wir jetzt den, den können wir direkt mitnehmen, und den mitnehmen, und den nochmal damit. Serial diagnostic tests and cell density analysis complete. Subject's genetic signature differs from its identification path. So. Und, Moment, ich will jetzt genau das machen, was ich dir eben gemacht habe. Und dann habe ich das nochmal damit benutzt. Ja, ich meine... Das hatten wir schon. So, und dann hatte ich... Hallo? Wo ist denn jetzt mein Tricorder? Okay, da hinten. Und dann hatte ich hier auf einmal etwas ganz Neues, was ich mit dir besprechen konnte. Channels open. I have some questions regarding several animal carcasses which we found in the doctor's laboratory. Of course. Dr. Hundforsch was examining these carcasses. I wish you. Verdammt nochmal und zugenäht. Welcher Kadaver war das jetzt hier? Na, hallo. Nervenbahn ist entfernt worden. Entzogen. Verdammt nochmal, welcher Kadaver war das hier? Of course. Dr. Hundforsch was examining the. Auch wieder nicht. I wish you. Freunde, ich werde ja gleich zur rasenden Zimtzicke. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Subject is marked as a Frednorian boar. Verwandter, ja, das hatten wir eben schon, Data. Willst du jetzt vielleicht mit der reden? I, of course. Dr. Hundforsch was examined. Wieder nicht! I wish you. Was hab ich denn hier eben gemacht, verdammt? Da ist man so euphorisch und denkt, boah, super, jetzt hast es. Du kannst weiter aufnehmen. Und dann so ein Scheiß hier. So, jetzt ist ein Karnabelschwein. Was ist das vielleicht? I have some questions. Of course. Dr. Hundforsch was examining this. I wish you well on your search. Oh nein! Oh Manu! Ah, es kann doch nicht sein, Mann! Subject marked as a Kujan Gibbon. Vorrufende Infektion, dieser Fall kommt nicht vor. Ja, das wissen wir alles. Ah, oh, und da soll man nicht Rasenball werden. I do not believe. Nacht! Vielleicht wenn wir den da nochmal mit benutzen. Alle Werte sind normal, ja. Also können es ja dann nur die zwei anderen sein. Den nochmal damit. I am not certain this is a Frednorian boar. I believe it may be an Akana boar, a close genetic relative. I do not believe. Moment. I do not believe. Nein. Wir versuchen es nochmal.
Ansonsten glaube ich, dass ich das dann hier gleich schneide. I have some Dr. Hun Forsch was Freunde, ich werde das schneiden. Bis gleich.